ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Aufgebraucht in haushaltstechnischer Form. Ah ne, Quatsch, das ist nicht Haushalt. Das ist nicht Haushalt. Listerine haben wir endlich mal aufgebraucht. Wir haben echt 2 Monate, glaube ich, hat es gedauert. 3 Monate, weiß ich nicht. War nicht so mein Ding. Also ich fand es echt scharf und da war auch Alkohol drin, bin ich der Meinung. Ich meine, wenn man sich, wenn man... Wie viel Prozent Alkohol waren denn da drin? Wartet mal. Alkohol, es steht zwar nicht genau drauf, wie viel Prozent, aber ja, genau. Aber da waren auf jeden Fall ordentlich drin. Ich habe echt, es hat irgendwie in meinem Mund, meine Mundflora, habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen geschädigt. Dann aufgebraucht haben wir im Seifenspender das Aveo. Ich mag einfach keine gelige Konsistenzen in Duschform. Und ich fand das eigentlich ganz nett, weil es so nach Minze gerochen hat. Gar nicht so richtig nach Wassermelone. Es sieht immer toll aus, wenn Wassermelone drauf ist. Aber im Endeffekt ist da nicht Wassermelone drin. Aufgebraucht habe ich auch Pink Melon. Juhu! Auch das roch überhaupt nicht nach Melone, sondern eher so nach Honigzeug, so nach Honigmelone. Hat sehr, sehr lange gedauert, war gut ergiebig, sage ich mal. Ich habe es jetzt überwiegend als Rasierschaum verwendet, weil ich einfach, ja, ich mochte das nicht ganz so auf meinem Körper. Ich wollte nicht an allen Stellen nach dem Zeug riechen. Dann als Körperscrub habe ich Swiss Opal benutzt. Das ist eigentlich für die Haare. Intensivpeeling entfernt Silikone und Stylingrückstände. Ich habe das extra für den Körper benutzt, damit ich es einfach aufbrauchen kann, weil ich einfach sowas nicht brauche. Ja, hat super geschäumt, war sehr überrascht. Also ein gutes Shampoo wäre es auch gewesen. Dann hat mein Schatz leer gemacht von Puma. Das roch so, so, so gut. Das roch wirklich gut. Rock the Beat. Fand ich richtig geil. Also der Geruch hat ihm auch gut gefallen. Und ein Deo, was er... Ich glaube, das hat er zu Weihnachten bekommen. Letztes Jahr. 6 Sonnenpullen. Halleluja. Da haben wir auch erstmal gestaunt. Listerine, das wollte ich euch zeigen. Go-Tabs. Die war nicht ganz so scharf wie die Mundspülung. Ich weiß auch gar nicht, ob da Alkohol jetzt drin war. Sieht die jetzt auf den ersten Blick nicht danach aus. Aber ich fand es cool, ich konnte es testen. Vielen Dank, meine Liebe, dass ich es testen durfte. Kautabletten, das sind eigentlich so lösliche Dinge. Also Kautablette stelle ich mir immer vor, wie so ein Kaugummi war, aber eher so wie so eine, ja, wie so ein Teilchen, was man halt schnell zerkaut und dann gute Mundspülung hat. Fand ich cool. Ich glaube aber, die sind relativ teuer und dann bevorzuge ich doch lieber Mundspray, weil es einfach schneller geht und günstiger ist. Dann hat meine Tochter leer gemacht, die Elmex Zahnpasta, und hat wieder eine neue in Gebrauch und die alte ist leer. Die kaufen wir immer nach, die finde ich gut. Die ist auch etwas scharf, also nicht ganz so süß und deswegen, man muss sich irgendwann mal dran gewöhnen. 2 Nagellacke sind auch diesen Monat leer gegangen. Die waren aus meinem Projekt. Einmal die wunderschöne Farbe hier, die 210 von Trended Up. Wenn es die nochmal gibt nächsten Sommer, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, den nochmal nachzukaufen. Da sind 6 Milliliter drin und ich finde einfach 6 Milliliter reichen auch vollkommen. 8 würden auch noch reichen. Hier sind 10 drin. Es ist, ja, es ist schön, wenn man 3 Nagellacke hat, zum Beispiel mit 15 Milliliter, ja. Da hat man einfach eine Chance. Aber wenn ich jetzt 300 Nagellacke habe mit 15 Milliliter, was will ich damit, ja? Und dann benutze ich die Farbe einmal im Jahr. Ich finde, wenn es nicht mehr ganz so viel drin ist, also wenn jetzt nur noch so ein Fitzel drin ist wie hier, streifig, ekelhaft und nicht. Aber die beiden Nagellacke sind echt ein Träumchen, was die Auftragetechnik angeht. Den hier habe ich mal geguckt, bei Catrice habe ich den nicht finden können. Jetzt habe ich auch einen von Trended Up drauf. Ich finde die Qualität echt super von diesen kleinen Scheißerchen. Kommt doch in meine Statistik. Dann, Halleluja, ich habe ein Parfüm leer gemacht. Gaulois. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Das erinnert mich an Mini Pink Lady oder sowas. Richtig Billo-Duft. Gar nicht so hochwertig oder irgendwas.
Ich hätte mir den nicht zugelegt, wenn er nicht mit in diesem großen Paket war. Damals, wo ich den her habe. Ja, das Fläschchen ist jetzt auch nicht so, aber war tolle Testgröße von 15 Milliliter. Ich finde das gut für die Handtasche, weil 100 Milliliter sind halt 100 Kilo. Also 100, nicht Kilo, aber 100, 100 Gramm. Das schleppe ich dann rum. Und meine Handtasche ist eh schon schwer genug. Also es fühlt sich an wie 100 Kilo, sind aber nur 100 Gramm. So, dann ein Duo, was ich leer gemacht habe, was ich drei oder viermal, also die Spülung konnte ich viermal testen. Und das Shampoo Fuji Green Tea, ich muss sagen, der Duft war echt toll. Das war auch das Einzige. Denn meine Haare gestern, was habe ich gestern benutzt? Gestern habe ich das nicht benutzt, nur die Spülung. Ich hatte ein bisschen schneller fettendes Haar. Also nach 2 Tagen dachte ich so, sieht ein bisschen assi aus, ne? Aber an sich schwere Verpackungen. Ich mag diese fetten Plastikdinger nicht. Man kriegt einfach nicht alles raus. Der Body Shop ist jetzt eine Marke, die mich auch wirklich nicht interessiert. Ich war noch nie in einem Body Shop Laden. Würde ich nicht nachkaufen. Fand ich toll, dass ich es austesten durfte. Die Niki Schatz hat mir ein Testpaket geschickt. Einfach so. Zwei Zahnbürsten, die ich aussortiere. Einmal ist die vom Aldi und einmal die Dr. Best. Ich mag beide super gerne. Ich finde auch, dass sie fast gleich sind vom Kopf her. Die sind natürlich günstiger vom Aldi, aber gleiche Wirkung. Dann meine Rasierklingen habe ich mal wieder so umgefüllt und auch ein paar leer gemacht. Und zwar sind das die Gillette Simply Venus. Ich liebe die. Zwei Klingen fühlen sich aber an wie fünf. So, ein Nagellack ist auch aussortiert. Der ist auch nicht leer. Den habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Den habe ich, glaube ich, irgendwo geschenkt gekriegt. Fragt mich nicht. Aber ich habe mal geguckt. Das sieht echt unappetitlich. Seht ihr das? Es ist eine fette Schicht. Und das Ganze ist so. Also, das kann man einfach nicht mehr verwenden. Das möchte ich auch. Das will ich auch nicht. Und es ist so dick. Flüssig und es aus stinkt. Also ich finde, vom Geruch her stinken die abgöttisch, ekelhaft, diese China Glass. Ich finde die Farben toll, aber auch das Auftrageteil und die sind echt aus dem Jahrhundert. Aussortieren werde ich auch von Trended Up Balea Lovely Berries Volumenpuder. Ich hasse Volumenpuder. Ich finde es nichts ekliger in den, also nichts ist eklig. Ekliger in den Haaren wie dieses Volumenpuder anzufassen, von der Struktur her. Die Hände beppen so und sind so ganz trocken. Das ist so ekelhaft. Ist aber auch schon, glaube ich, 2016 abgelaufen und das werde ich auch nicht auf Krampf aufbrauchen. Nee. Dann habe ich Velour, also habe ich Lashes aussortiert. Und zwar diese hier. Die finde ich gar nicht gut. Also die habe ich jetzt aussortiert, weil es einfach so eine Einmal-Dinger sind. Ja, das ist nix. Aussortiert. Ein Sachet leer gemacht. Aus Versehen dachte ich, das wäre so eine. Ich habe nicht richtig gelesen. Skin Life, Lift. Es ist oder Skin Lift, Life. Das ist, wie heißt denn das? Ein Primer und ich habe es einfach als Abendpflege benutzt. War ganz, ganz toll. Schade, hätte ich gerne als Primer benutzt. Dann von Clinique. Moisture Surge ist so ein Serum. Ich kann mit Serum wenig anfangen. Dann eine erstaunlich gute Maske. Peel-off-Maske. Reinigt Poren fein. Und es hat richtig gut funktioniert. Ich konnte es mit einem Wisch abziehen. Wenn nicht zwei. Und zwei finde ich okay, wenn ich zweimal ansetzen muss. Ganz, ganz toll. Es ging restlos sauber. Und diese 15 Milliliter waren wirklich nur eine Anwendung. Denn auf zwei wäre es viel zu dünn gewesen, um abzuziehen. Für eine Anwendung, ja, es hat richtig gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Dann habe ich auch hier einen Serum leer gemacht von Bio Performance von Shiseido. Richtig geil aus dieser Reihe. Die Sachen sind ultra teuer, aber die sind richtig, man fühlt sich einfach geil. Das Gesicht fühlt sich geil an und fertig. Ein Parfüm hat mich an alte Zeiten erinnert. Das habe ich, glaube ich, mal mit 16 geschenkt gekriegt und das hat mir bis letztes Jahr oder dieses Jahr gehoben und ich bin ganz froh, dass ich es aus meinem Sortiment genommen habe. Es riecht einfach nicht. Also es gefällt mir einfach nicht. Das war so ein Tuch, das konnte man sich dann aufreiben und gestern habe ich danach gerochen.
Eine letzte Maske, die ich aufgebraucht habe, ist von Kokostar Watermelon. Die kosten eigentlich 3,95, würde ich nie wieder zahlen. Ich würde auch keine 1,95 zahlen. Ich bin einfach kein Typ für diese Patches. Ich finde, das bringt einfach alles nichts. Also ich finde, ich könnte mir ein Tuch nehmen, es nass machen und auf die Haut legen. Bringt genauso viel wie das hier. Oder das hier mit irgendwelchen Gesichtswassern, Cremes oder irgendwas tränken. Finde ich sogar effektiver als diese Cheatmasken zu benutzen oder dieses Patches. Das ist nix. Das ist nix. Und roch auch nicht so richtig leider nach Wassermelone. Ich sah sehr witzig aus, aber das war's dann auch. Für mich ist es nix. Dann wahre Schätze. Wahre Schätze, feuchtigkeitsspendende Tiefenpflege, Maske, sanfter Hafermilch. Ich muss sagen, die Maske gefällt mir nicht ganz so. Der Geruch ist spitze, die Maske gefällt mir nicht ganz so. Da finde ich diese Honiggeheimnisse, glaube ich, viel, viel besser. Ja. Würde ich mir nicht als Tiegel kaufen. Eh keine Tiegel. Ich bin keine Tiegeltante. Das war's. Bam, bam, würde ich sagen. War ein bisschen verwirrtes Sprechen, aber gut. Keine Ahnung, hab heute schon viel gelacht. Ich hoffe, wir sehen uns im seht ihr, da geht gar nichts. Im Haushalt. Ist das richtig? Im Haushalt? Im Aufgebrauch vom Haushalt. Ich kann nicht mal richtig reden. Haushalt. Ja, Haushalt aufgebraucht. Bis bald. Ciao.